Hallo zusammen, herzlich willkommen zur nächsten Rose Multiplayer Schlacht. Ebenfalls wünsche ich allen ein wunderschönes neues Jahr, und zwar das Jahr 2015. Ich hoffe, ihr habt alle schön gefeiert gestern. Ich hoffe, dass es euch auch einigermaßen gut geht nach dem ganzen Alkohol, der wahrscheinlich geflossen ist. Ja, zum Start des Jahres denke ich mal, wird es ein ziemlich cooles Ding werden. Wir haben wieder mal ein Clan gegen fast Clan-Spiel. Wir sind auf der Karte Schwerkraftmittelpunkt. Ja, ich denke. Ah, ich sehe gerade, das ist sogar ein Mirror Match, also ein spiegelverkehrtes Spiel. Russe gegen Russe, Brite, Brite, Ami, Ami. Finde ich cool, fair verteilt, das heißt, jeder hat die gleichen Chancen. Genau, ich denke, wir gucken uns gerade mal die Teams an, starten noch gleich. Linke Seite haben wir Honorek als ein Russe, Huibu als ein Brite in der Mitte. Und rechts haben wir Inter Destroyer als ein Ami. Team Rot, wie gesagt, TBN-Clan, auch ziemlich guter Clan. Ich denke, da sind auch richtig coole Leute drin. Ich kenne zwar keinen richtig, aber viele waren sehr freundlich bisher, mit denen ich mal geschrieben habe oder so. Also rechte Seite haben wir Ganja for Fun. In der Mitte haben wir King of the Ring, also rechts Russe, Mitte Brite, ne? Und linke Seite haben wir Eternal als ein Ami. Genau, ich denke, wir schwätzen gar nicht lange rum und gucken auch gleich mal, was hier passiert. Starten wir das Ding doch mal. Ich würde sagen, wir lunzen mal gleich ein bisschen so in die Roses rein, was die alles so nehmen. Ja, hier ist ziemlich viel Blitz unterwegs. Ich denke mal, Rot ist ähnlich. Ja, auch viel Blitz. Gut, gleich werden wir mal kicken, was die alles so hier bauen und so. So, linke Seite. Machen wir nochmal neutral kurz. Also, Honorek, der Linke, der Russe. Er holt sich 1, 2, 3 Nachschubdepots. UHQ nach vorne. Kaserne hier hinten in die Mitte. Kaserne links hin. Finde ich gut so. In der Mitte Huibu, ein Nachschubdepot, zwei Flugfelder. Er möchte ziemlich schnell forschen und so, denke ich mal. Rechte Seite Destroyer holt sich drei Nachschubdepots. UHQ nach vorne. Was ist das andere? Ah, und ein Luftschutzbunker. Ja, das ist gar nicht schlecht, ehrlich gesagt. Denn ich meine, Huibu geht ja auf jeden Fall auf Luft, aber so ein Ding in der Mitte, wo eh Tarnnetz sein wird, kann gut Huibu helfen. Zum Beispiel gegen Scheinflieger und so weiter. So. Team Rot, was haben die denn jetzt vor? Also, linke Seite der Ami. Er holt sich 1, 2, 3 Nachschubdepots nach Kaserne nach hinten. UHQ nach vorne. Vollkommen okay so. Der Brite in der Mitte macht das gleiche wie Huibu, war aber klar. Zwei Flugfelder, ein Nachschubdepot. Hier drüben, der andere Russe holt sich auch drei Nachschubdepots. Und tut erstmal nur ein UHQ nach vorne. Auch kein dummer Start, dann kann man schön reagieren auf was der Gegner macht. So. Gut. Alles klar. Dann würde ich sagen, weiter geht's. Tun wir mal auf neutral bleiben. Und zwar, ja, Huibu schnappt sich jetzt erstmal ein Luftaufklärerchen. Ich meine, ein Lufttransporter. Hat auch schon einen Spitfire mit auf den Weg geschickt. Plus hat noch ein paar Scheinflieger mit rausgepumpt. Hier kommt jetzt der gegnerische Spitfire schon an. Die neutralisieren sich gegenseitig, alles klar. Gut. Okay, gut so. Der Ami hier holt sich ein bisschen M16 raus. Gerade am Anfang vollkommen okay so. Die sind halt mobil, ne? Ziemlich schnell. Können auch während dem Fahren feuern. Ja, okay. Sehr schön. Der rote Brite räumt die Flieger ab. Also vor allem den Paratrooper und so. So, Destroyer, klar. Er pumpt jetzt erstmal massivs Willys raus, denke ich mal. Richtig so. Aufklärung, eins der wichtigsten Sachen in dem Spiel. Plus Honorek hat sich auch einen BA-11 gegönnt. Okay, was sehe ich denn hier hinten? Alles klar, ich glaube. Ja, Tarnnetz und so weiter. Hier hat Honorek was vor, er will einen Infantry Rush machen, aber Ganja-Mann oder Ganja for Fun und so hat sich auch eine Kaserne geholt. Das heißt, wird wahrscheinlich gecountert werden und aufgehalten werden. So. Okay, hier ist jetzt noch eine Kaserne entstanden und so, genau. Ja, okay, klar. Jetzt sehen sie sich halt gegenseitig und pumpen Infanterie gegeneinander. Ich denke, es wird aufgehalten werden. Aber es ist immer ein Versuch wert. Ja. Gleiches Prinzip. Der Ami macht's okay so. Zwei M16 tun schön die Scheinflieger abräumen. Und dann haben die anderen richtigen Flieger leichteren Job. So, richtige Sache. Ich denke mal, Honorek wird jetzt hier in den Wald reingehen mit seinen Infanteristen, um den Wald mit auszunutzen für sich.
Ja, der rote Brite unterstützt hier drüben, richtig so, warum die Flieger einfach rumschweben lassen. So, jetzt kommt aber auch Webu mit ins Spiel und wird auch unterstützen, denke ich mal. Oder will sich Webu lieber die Flieger schnappen, die leer sind? So, was passiert hier? Also der Ami holt jetzt eben holt ein bisschen Bofors dazu, alles klar. Hier kommt ein bisschen russische Infanterie zum Unterstützen. Außerdem ist hier eine Steward mit dabei, einfach mal ein bisschen die leichten Einheiten abzuräumen und die Aufklärer nicht weiter vorzulassen. Ja, okay, hier drüben. Der rote Russe hat ordentlich rausgepumpt und ich denke, jetzt wird auch Honorek wahrscheinlich aufhören zu pumpen. Bringt nichts mehr. Die 10 Dollar sind jetzt egal, das Gebäude, was man dadurch verliert. So. Ja, Huibu ist wahrscheinlich im Flieger gefolgt und wollte ihn abräumen. Ja, ich denke drüben, das Ding ist gleich erledigt. Was haben wir denn hier mit dabei? Mal was gucken. Das weiß ich gar nicht. BA11 macht gegen Rüstung 1 15% Schaden. Der macht gegen Rüstung 1 auch nur 15% Schaden. Genau, okay. Die sind ziemlich ähnlich, die beiden Fahrzeuge. Ja, na klar. Also, die spielen ziemlich ähnlich, die beiden Teams, muss ich sagen. Aber war eigentlich auch klar, nutzen halt alle ihre Stärken aus, der jeweiligen Nationen. Sehr schön. Immer schön weiter snipen. Ja, das Ding hier drüben ist gleich erledigt. Deswegen vollkommen richtig, jetzt tut Honorek sich eine nächste Sicherheitsinstanz aufbauen. Und zwar die Stadt hier. Und dann ist das Ding auch erstmal ziemlich sicher. Infanterie Rush war es wert, er hat auch ein paar getötet und so, das passt schon. Sehr schön, der rote Brite weiß genau, was er macht. Drei Stück auf eine Einheit im Wald. Die Einheit im Wald ist tot. Guter Tech finde ich momentan. Destroyer hat auf Sherman getaggt. Warum gleich auf Super Pershings immer gehen? Für jetzt reichen die Shermans, um Infanterie abzuräumen und auch Luftabwehr abzuräumen und so. Das passt schon. Ja, hier hinten ist halt ein Willy von Destroyer mitten in der Base drinne. Genau, Shermans wunderbar gegen Infanterie. Die haben nämlich richtig coole MG-Geschütze und auch schön Splash-Damage durch ihre anderen Kaliber. Also das ist schon okay so. Plus Honorek vorneweg als Meat Shield und so. Können die jetzt auch ziemlich viel Schaden machen, wenn die zusammen mal vormarschieren. Ja, also wirklich, Luftschutzbunker hier macht wirklich seinen Job. Darf man jetzt nicht vergessen, der Luftschutzbunker hier kostet, glaube ich, 30 oder so. Ja, kostet 30 Dollar. Nur mal, der hier hinten, der Ami hat jetzt halt erstmal für die Artilleriebasis 35 Dollar ausgeben müssen, plus noch zwei M16. Aber trotzdem erfüllt diese eine Stellung hier den gleichen Zweck. Und zwar tut sie die ganzen Scheineinheiten abräumen. Und mehr soll das Ding auch eh nicht machen. Für den Rest ist halt Huibu zuständig. So, hier drüben, ja klar, der rote Russe will schon probieren, hier zu nerven. Ist auch richtig so. Er ist ja ein Russe. Er kann mit Infanterie viel anstellen. Sehr schön, Huibu tut jetzt schön die Infanterie ansnipen sozusagen, verletzen schon mal, damit Honorek mehr Zeit hat nachzupumpen. Finde ich richtig, hier ist auch ganz wichtig, dass jetzt Destroyer vorgeht, weil der muss jetzt erstmal hier alles abräumen. Und mit diesen Stuarts hier macht der Ami gar nichts dagegen. Ja, ich denke mal, Destroyer hätte am liebsten hier rechts lang fahren sollen. Einfach direkt in die Base. Weil dadurch durch diesen Umweg um den Wald rum hat jetzt der Ami mehr Zeit zu reagieren und kann eine Panzerabwehrbasis bauen und so. Ah, okay, jetzt haben die ganzen Spitfire hier. Ach, ich sehe gerade, Honorek hat Infanterie als Scheineinheiten produziert. Vielleicht war das ein Fehlklick, aber wenn man sich's nochmal im Kopf überlegt, ganz ehrlich. Wenn ich Infanterie auf mich zukommen sehe, gehe ich halt nicht davon aus, dass es Scheineinheiten sind, weil ich würde mir denken, warum macht das jemand? Aber gerade diese Kleinigkeiten, die andere nicht machen würden, können einen wirklich schon verwirren. Und dadurch wurden jetzt ein paar Schüsse der Spitfires verschwendet. Okay, der Destroyer geht weiter vor, richtig so, nur hat er keinen Aufklärer dabei. Der hier hätte mitnehmen sollen, der Junge. Okay, Panzerabwehrbasis kommt. Richtig reagiert vom Ami. Vom roten Ami. Okay, Honorek hält die Stadt sicher. Huibu supportet ihn die ganze Zeit. So, schnell vor Panzerabwehrbasis beschießen. Ja, finde ich gut. Richtige Reaktion.
Der Ami pumpt hier Wolverine raus, anstatt diese Panzerabwehrgeschütze, weil Wolverine sind schon ziemlich stark gegen Shermans. Haben auch eine kleine Rüstung und so. Ja, Hulbubesch steht drüben auch supporten. Sehr gut. Der rote Brite holt sich auch schon Hurricanes raus. Okay, eine. Und das kann auch schön die Shermans schädigen, ganz klare Sache. So, Honorback kommt dazu mit seinem Guardia, aber hier kommt auch der rote Russe mit seinem Guardia. Okay, jetzt ist das Ding erstmal verteidigt worden, würde ich sagen, hier. Gut. Ich denke mal, Huibu wird demnächst wahrscheinlich auch mal den einen oder anderen Hurricane pumpen, weil ich... Okay, sehr schön. Der rote Brite tut jetzt den Rest der Infanterie entfernen und dann ist hier erstmal Ruhe im Karton. Ich sag mal so. Hurricanes finde ich gar nicht schlecht, da sie so billig sind und halt für Aufklärungssniperei reichen die schon aus, ne? Okay, sehr gut. Huibu tut schön seine Flieger verwenden, dass sie auch nicht ohne Arbeit rumstehen. Die müssen arbeiten, die Kinders. Sehr schön, ein bisschen Luftabwehr abräumen. Auch ein bisschen Infanterie abräumen ist auch gut. Ja, nee, finde ich cool. Beide Luftspieler ziemlich aktiv. Tun ihre Flieger nicht einfach kreisen lassen, sondern tun die ganze Zeit Sachen abschießen damit. Das ist halt das Ding, je produktiver man ist, also das heißt, umso öfter man den Fliegern einsetzen gibt, umso mehr Geld holen sie halt raus, also für den Wert. Okay, sehr schön. Aufklärung, wegsnipen ist immer wichtig. Ich denke, mittlerweile wissen Team Rot, dass das hier alles Scheineinheiten sind. Ja, hier hinten hätte man vielleicht mal auf M19 tacken können, wobei noch ist es nicht notwendig. Der Luftmann von Team Rot ist ja auch noch sehr aktiv und auch noch da. Ja, hier kommt ein Hurricane von Huibu. Genau das meine ich. Einfach schön zum Aufklärer-Snipen. Ganz tolle Geschichten dafür. Ja, und da er jetzt auch blinkt, wird er auf jeden Fall getötet werden durch den Schuss. Zupf. Ja, jetzt holen sich hier hinten auch Team Rot den Willy weg. Pff, eigentlich nicht dumm. Ich meine, der Willy schadet hier hinten nicht. Und da der Russe hier hinten anscheinend eh nichts bauen wollte, haben sie sich halt einfach gedacht, scheiß drauf, die Schüsse von den Spitfires verschwenden wir nicht. Die heben uns für Ruhephasen auf. Und jetzt haben sie ihn halt weggeholt. Ja, sehr schön. Huibu holt auch schön. Drei Schüsse. Infanterie im Wald tot. Wunderbar. Nein! Echt? Ist da ein Hurricane dabei oder sowas? Okay, das ist manchmal echt komisch. Manchmal geht's einfach nicht. Ja, so ein bisschen Zufallsgenerator-Sachen sind, glaube ich, schon im Spiel mit eingebaut worden. So, was steht denn hier eigentlich rum? Bisschen Stuart gegen Infanterie. Infanterie im Wald, Luftabwehr, ein Wolverine und so. Was haben wir hier alles? Ja, okay, bisschen Infanterie. Ah, okay, hier drüben möchte Honorek ein bisschen nerven. Er hat wahrscheinlich vor, das Nachschubdepot zu schädigen. Vollkommen richtig so. Gleichzeitig möchte er hier links wahrscheinlich auch mal durchmarschieren. Ja, der Russe reagiert ziemlich schnell und pumpt ordentlich Guardia ja hier raus. Ja, schön verteidigt. Ja, okay, der rote Brite geht immer noch auf die Infanterie los, die Scheininfanterie. Dadurch sind ein paar Flieger leer und Huibu kann sich ein paar abrocken. Hier drüben hat der Russe auch reagiert. Dürfte auch verteidigen können. Ja, die metzeln sich gegenseitig, die beiden Luftmänner. Ah, okay, das ist stark. Destroyer hat jetzt Super Pershings draußen. Das ist ein schöner Tech-Vorteil gerade. Mit denen, also die zwei Stück kombiniert mit sehr viel Infanterie, bisschen Luftabwehr, können schon ordentlich Schaden machen. Schauen wir mal. Ja, klar. Hier drüben der Russe hat verteidigt. Das Ding ist wieder erledigt. So, Huibu kreist über der Mitte. Richtig so. Dann kann er ein bisschen hier decken, weil wenn da jetzt auch mal Typhoons auftauchen, war es das ziemlich schnell gewesen mit Super Pershings. Ja, sehr schön. Huibu bleibt ein bisschen weiterhin die Geschichten hier. Super Pershings rücken langsam, langsam vor. Ja, top gemacht. Roter Brite hat den Aufklärer gesniped und schon kann die Infanterie hier im Wald mächtigen Schaden anrichten. Okay, Destroyer hat es gesehen und dreht auch schnell nach um. Ah, okay, Team Rot hat schon Typhoons, deswegen ist es auch nur noch ein Super Pershing jetzt.
Ja, noch ein Taifun, Super Pershing ist weg. Alles klar? Das ist halt schon, das darf man echt nicht vergessen. Taifun sind sehr, 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 sehr starke Jagdbomber. So, hier kommt der rote Brite an und möchte, glaube ich, in die Stadt rein. Aber Honeywell hat die schon ziemlich sicher. So, hier drüben, der Ami hat sich jetzt Rangers geholt. Ja, das finde ich macht Team Blau ein bisschen besser. Und zwar die einzigste Infanterie, die wir jetzt hier auf dem Feld sehen, ist generell nur vom Russen, weil er die stärkste halt hat. Und da tut der Destroyer hat zwar eine Kaserne hingestellt, aber wirklich nur für Willys Pumpen. Das hätte man vielleicht drüben auch ein bisschen besser lösen können, dass da, aber wie gesagt, die Rangers machen auch ihren Job und in der Masse werden die auch gleich die Stadt hier für sich besetzen können. So, hier kommt jetzt ein bisschen Infanterie, schön aufgesplittet. Kann gefährlich werden für den Super Pershing, wenn die näher kommen mit ihren Bazookas. Aber Destroyer geht richtig. Er pumpt nicht Super Pershing, sondern hat sich jetzt mal Shermans geholt. Und die sind wirklich das Perfekte gegen Infanterie durch ihre schönen MGs und so. Das dürfte das Thema gleich erledigt sein mit der Infanterie. Ja, Reboost bleibt wieder ein bisschen mit auf die Aufklärer los. Ah, jetzt hat sogar Honorak hier drüben eine Kaserne aufgebaut. Das meine ich. Das hätte man hier drüben auch machen sollen, dass hier irgendwo eine Kaserne vom roten Russen ist. Gut, ja, wir boosten halt weiter. Man doch nicht. Okay, der rote Russe pumpt jetzt hier ordentlich Quartier durch. Er möchte hier schon mal vielleicht vorbeikommen. Kann auch möglich sein. Denn die grüne Quadilla ist ja hier in der Stadt. Und wenn er hier schnell durch den Wald geht, über die Straße rennt und so, kann das schon nervig werden. Gut. Ah, okay. Huibu hat sogar schon Admins gebaut, aber wie gesagt, das ist halt so eine Runde. Man sieht die ganze Zeit, das ist schon knapp das Ergebnis. Da gehen halt einfach nicht viele Admins, weil man auch Einheiten bauen muss zum Verteidigen und so. Gut. Auf der rechten Seite, da die Stadt den Gegnern gehört, hat trotzdem Honorek mal einen Aufklärer mit ein bisschen, sag ich mal, Personenschutz Guardia dabei hingestellt, damit wenigstens sichtbar ist, wenn was hier rauskommt. Aber warum soll man jetzt große Kämpfe eingehen gegen die Leute in der Stadt? Das ist eh meistens nervig. Okay, sehr schön. Top gemacht. Einfach mal einen massivsten Gesamtangriff und schön was weggesniped. Schön gemacht vom roten Briten. So, hier, klar, Guardia will. Die rote Guardia will auf jeden Fall nerven, richtig so. Dafür ist Guardia da, zum Nerven. So, ich sehe, gute Reaktion. Der rote Ami hat sich jetzt auch Super Pershings geholt. Das heißt, wir haben ziemlich ähnliche Verteilung. Also, Guardia macht hauptsächlich der Russe, die Panzer stellt der Ami, die Luft stellt der Brite, die Luftabwehr stellt der Ami. Das ist, ja, ziemlich gutes Verhältnis. Also, beide Teams machen ähnliche Geschichten. Was ja auch klar ist, man möchte ja immer die Stärken der Nationen ausnutzen, auch im Team gesehen. Okay, Hui Boost snipt jetzt, was er kann, damit Honorek nicht unter in die Bredouille kommen kann. Ja, das macht natürlich jetzt fettes Blech-Damage auf die ganzen Geschichten. So, Super Pershings kommen näher. Ziemlich schnell sogar. Die wollen jetzt wahrscheinlich die Panzerbasis sofort zerstören. Honorek pumpt auch ziemlich schnell Guardia raus, um die Panzer zurückzudrängen. Mit Blitz sogar, sehr schön. Destroyer pumpt den nächsten Super Pershing, okay. Finde ich auch cool. Warum nicht? Schwere Artillerieposition wird auf jeden Fall momentan, wenn die nicht gleich zerstört wird, Schaden anrichten, da die ganzen Gebäude hier in Schussreichweite sind. Okay, hinten der rote Brite hat auf jeden Fall schon Lancaster auf dem Feld. Okay, Panzerbasis kaputt. Okay, Bombing Time auf die Infanterie in der Stadt.
Das müsste auf jeden Fall auch ordentlich Schaden anrichten. Sehr schön gemacht. So. Gut gemacht. Infanterie hat die Panzer zurückgedrängt. Dadurch hat Destroyer Zeit gehabt, wieder Panzer aufzubauen. Hübu ist noch beschäftigt mit der Infanterie hier. Aber in Gefahr war Honorek nicht. Er hat ja eine eigene Kaserne, hat auch schon Infanterie hier und so. Ah, okay, Hurricanes. So, hier hinten. Was pumpt der Russe? Ah, der Russe pumpt erstmal nur SU-85er, glaube ich. Ja, genau. Ja. Für die Shermans reichen sie auch aus. Okay. Honorek pumpt weiter in Infanterie. Destroyer geht auch mit seinen Super Pershings vor. Finde ich auch richtig so. Dann kann er nämlich die Artillerieposition auch mal ausschalten. Plus auch natürlich die SU-85er machen gar nichts gegen Super Pershings. Und Infanterie kann sowieso schön nerven. Ah, wunderbar. Roter Brite tut schön ein bisschen was abschießen hier, dass die Infanterie nicht zu viel wird von der Seite. Okay, Destroyer räumt ein bisschen Nachschub ab. Infanterie geht näher an die SU-100, an die SU-85er dran. Okay, langsam hat der rote Brite schon ein paar Bomber auf dem Feld. Ja, der wird jetzt auch die Infanterie hier abräumen. Obwohl das Huibu kommt, aber der Bomber kann auch abwerfen. Hier ist auch noch ein Bomber, der was werfen will. Okay, mittlerweile hat Destroyer 19 getaggt. Finde ich okay so, das passt schon. So. Ja, nee, coole Sache. Das Spiel ist echt ziemlich knapp. Sowas gefällt mir. Ja, der Brite hier hinten wartet nur auf seinen Bombing-Run-Einsatz. Ja, okay, Destroyer ist mit seinen Super Shermans hier drüben. Das ist eine gute Idee, finde ich gerade, genau. Die Shermans musste er F&E produzieren. Hier an der Front bringen die nichts mehr, weil die werden sofort gesniped von SU-100 und von Super Pershings. Aber hier an der rechten, an der linken Seite aus Sicht Team Blau, da können die richtig effektiv sein, denn in Kombination mit Honorex Infanterie, hier sind ja nur zwei Kasernen zur Verteidigung. Also die Truppe hier kann Fettschaden hier machen, denn die Shermans können sich einfach stellen, maximale Reichweite Kaserne. Honorek kann vorausgehen und wenn dann hier Infanterie gepumpt wird, dann snipen die Shermans schon mal auf jeden Fall die Infanterie weg und dann kann Honorek in Ruhe die Kaserne übernehmen. Das kann ziemlich effektiv sein, wenn man drüber noch ein paar Spitfire hat, die gegen Typhoons blockieren, dass die Typhoons nicht die Shermans töten, ist das schon ziemlich stark. So, was passiert denn jetzt hier in der Mitte? Ja, Infanterie wird verdrängt durch die Super Pershings und eigene Infanterie. Honorek tut weiterhin Scheinquartier pumpen, bloß richtige Infanterie. Ja, Infanterie geht voraus. Hoffentlich kommen die Shermans mit. Gut, nee, klar. Der Russe hier pumpt jetzt ordentlich Infanterie, aber wir haben ja jetzt Shermans mit im Boot. Und das habe ich gemeint. Die machen jetzt fettes Splash-Damage hier an der Brücke. Und dann kann die Honorex-Infanterie vorausgehen. Okay. Ja, der rote Brite sucht sich. Der Schlingel will schon irgendwie vorbeikommen, was bisschen was bomben. Aber Huibu tut es immer sehen und fliegt dann auch mit und so. Ja, seht ihr? Shermans räumen alle Infanteristen ab. Jetzt haben wir auch noch Fanatismus hier. Und Blitz drauf. Ja, und da Huibu mitfliegt, muss halt der rote Brite auch immer wieder ausweichen. Ja, das dürfte jetzt klappen. Nein, jetzt müssen die Shermans aufhören, aufs Gebäude zu schießen. Sehr schön. Ah, Kaserne ist kaputt. Egal, weitermachen, nächste Kaserne nehmen. Jetzt kommt die britische Luftflotte nach rechts rüber. Was haben wir denn hier alle stehen? Nicht, dass ich irgendwas vergesse oder nicht übersehe. Viel bisschen Bofas, Infanterie, Panzer. Aufklärer, Panzerzerstörer, Infanterie. Okay.
Ja, Huibu müsste jetzt dringend hier drüber fliegen. Ui, jetzt kommen zwei Bomber an. Ui, ui, ui. Aber der Bombenwinkel ist ehrlich gesagt nicht so gut. Wie gesagt, die sind alle besser als ich. Trotzdem, sage ich mal, um es perfekt zu sehen, hätte man die Bomber von hier kommen lassen. Oder von hier mit der Straße entlang. Hätten zwei für alle gereicht. Aber so ist halt ein bisschen blöd. So kriegt man halt nicht die ganze Infanterie down. Jetzt kommt Honorek, ich meine Huibu mit rein. Fetter Luftkampf, scheiße. Ja, aber die Kombination Infanterie und zwei Shermans haben das Ding jetzt übernommen. Jetzt kann hier hinten Honorek schön pumpen. Okay. Bomber kommt und tut die Kaserne auf jeden Fall ausschalten, jetzt denke ich mal. Jawohl. Typhoon, so räumen wir jetzt schön die Shermans mit einem Schuss ab. Ganz klare Sache. Dann ist die Infanterie auf sich selber gestellt, aber trotzdem können die schon noch schön Schaden machen. Okay, Huibu fliegt jetzt über Honorek, finde ich richtig so. Weil jetzt kommen bestimmt gleich Bomber, die die Infanterie töten wollen. Und dann kann Huibu die Bomber und so abfangen und auch die Aufklärer töten, sehr schön. So. Was passiert in der Mitte? Irgendwas Besonderes? Super Pershings. Infanterie, Scheininfanterie, genau, bisschen M19 und so. Ah, okay, tut Honorek hier das Nachschubdepot zerstören, sehr schön. Okay, Honorek macht einen Doppel-Infanterie-Rush, einmal hier lang, einmal hinten lang. Wow, und wenn er die Kaserne hier kriegt, ist es auch eklig. Ja, okay, aber der Russe muss sich jetzt natürlich auf die Heimatbase konzentrieren. Okay, wir haben bei Honorek Blitzfanatismus sehr gut zum Einnehmen, aber, wow. Luftkampf der Brite, der Rote will natürlich mit seinen Bombern alles zerstören und die Bomben werden abgeworfen. Sehr schön, Kaserne kaputt, Infanterie tot, top verteidigt. Ich meine, Bu hat seinen Job auch sehr gut gemacht, er räumt ordentlich Flieger gerade ab hier am Himmel. Okay, aber jetzt kann er als nächstes Honorek hier die Kaserne einnehmen, aber er achtet wahrscheinlich noch hier hinten drauf, weil er hat ja noch ein Infanterist hier im Wald drin. Auch schnell Kaserne hier nehmen, schnell Infanterie pumpen, alles töten. Okay, jetzt hat der Russe es gesehen und pumpt hier Infanterie selber. Astra gibt mit Superpershings vor und räumt ein bisschen die Infanterie in der Mitte ab hier. Uiuiui. Okay, sehr gut. Honorek hat übernommen. Pumpen, 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 pumpen. So, hier hinten der Infanterist könnte es auch vielleicht schaffen, die Kaserne zu nehmen. Okay, hier von der Mitte aus kommen auch einige Infanteristen an. Okay, Super Pershings machen Kaserne kaputt. Aber was ja im Prinzip ihre eigene war, Panzerabwehrbasis ist auch down. Jetzt kommt hier ein Bomber an. Okay, hinten hat Honorek das Gebäude übernommen. Hier ist jetzt ein Super Pershing und eigene Infanterie übrig. Müsste eigentlich reichen, um die Kaserne, um das Hauptquartier zurückzunehmen wieder. Huibu snipt jetzt bestimmt was hier im Wald weg. Sehr schön. Huibu räumt jetzt die Luftabwehr schön ab. Sehr gut. Dann hat er beim nächsten Mal keine Gefahr mehr und kann vielleicht selber Bomber holen oder sowas. UHQ ist übrig geblieben. Ja, okay. Jetzt unterstützt sogar der rote Brite gegen die Infanterie. Sehr schön. Jetzt können sie ihr Hauptquartier zurücknehmen. Gutes Teamplay gefällt mir. So, Infanterie in Massen kommt jetzt hier an. Ah, ein Bomber kommt auch rein. Aber trotzdem ist noch ordentlich Infanterie übrig geblieben. So. Ja, die Riesenmasse an Admins geht nicht. Gar keinen Fall. So, Honorek geht jetzt wieder hier lang, um wahrscheinlich das Urkul nochmal zu nehmen. Super Pershings sehen das und wollen das natürlich verhindern. So, anscheinend will Huibu wieder was snipen. Okay, rote Luftflotte kommt wieder an. Honorek hat das UHQ wieder übernommen. Ja, das Destroyer pumpt jetzt ordentlich Panzer. Hat er noch Panzerbasen gebaut, dass es schneller geht? Ne, er hat nur eine. Trotzdem geht es ziemlich schnell, okay.
So. Jetzt haben wir schon gleich 4 Super Pershings gegen 4, alles klar. Okay, Huibu sniped wieder ein bisschen was weg. Huibu hat jetzt auch Typhoons oder vielleicht schon länger und ich habe es nicht gesehen. Sehr gute Reaktion. So, Destroyer geht jetzt vor, finde ich auch richtig so. Er hat jetzt nämlich auf jeden Fall einen Panzer mehr oder zwei, ne, einen mehr. Huibu sniped immer weiter Sachen weg im Wald, sehr schön. Ah, okay, Honorek hat sich eine Kaserne aber noch weiter nach vorne gebaut, um schneller an der Front pumpen zu können. Das für ein Gebäude hier? Ah, von Destroyer. Ah, das ist okay, sehr schön. Destroyer hat sich eine Panzerbasis nach vorne gebaut jetzt, dass er hier Panzer produzieren kann. Sehr gute Idee. Hat noch einige Super Pershings übrig. So, hier ist ein bisschen Funkstille irgendwie gewesen. Der Brit hat irgendwas vor über die Flanken. So, Honorek, ja, er pumpt hier drüben ein bisschen Infanterie weiter raus, um auch immer weiter von der Flanke zu nerven. Destroyer formiert jetzt seine Panzer und ich denke mal, das dürfte jetzt ordentlich sein. Weil er hat nämlich jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück gegen 4 Super Pershings oder sowas. Ah, wartet, ach, jetzt, was ist denn das? Ah, nur eine Bofors. Ach so, der Bomber hat eben Scheininfanterie gebombt. Alles klar, verstehe. Sehr schön, Huibu hat schön in links gesniped, den Aufklärer. Und tut schon mal die Super Pershings anschießen. So, ich denke mal, jetzt tut Destroyer angreifen. 6 Super Pershings ist definitiv besser als 4. Nur Aufklärung fehlt noch. Ich denke, jetzt wird es Focus Fire geben. Ja, sehr schön gemacht. Aufklärer kommt auch schon. Da sind sie, die beiden. Ja, jetzt muss er auf jeden Fall alles reinstecken, um zu sagen: Scheiß drauf, ich mache jetzt die Gebäude hier weg. Weil, wenn die Gebäude jetzt weg sind und die haben hier schon Gebäude in der Mitte stehen, müssen sie nur noch schön die Nachschubdepots in der Mitte einnehmen. Und dann haben sie fetten Wirtschaftsvorteil. Ja, das Ding ist jetzt, glaube ich, gleich erledigt. Ja. Panzerbasis dürfte gleich down gehen. Und dann ist es schon fast erledigt. Weil so viel Typhoons, um alle Super Pershings zu töten, haben sie noch nicht, haben sie leider nicht. Ja, Infanterie macht jetzt auch nicht mehr viel bei der Masse an Super Pershings. Okay, letzter Bombing Run Versuch vielleicht, aber ich denke, Huibu hat ja auch noch Flieger. Und wir haben einige M19 am Boden. Ja. Genau, das Ding ist erledigt. Stimmt, die Gebäude sind jetzt alle weg. Nee, aber richtig, ich fand es richtig coole, spannende Runde. Immer noch, okay, jetzt nicht mehr, aber war knapp bis zum Ende. So. Nee, also wie gesagt, vielen, vielen Dank nochmal an alle Beteiligten. Von TBN kenne ich leider niemand, aber auch nochmal danke an die. Ich denke mal, irgendwann in Zukunft werden wir von denen auch mal Runden sehen, wo die gewinnen. Wie gesagt, ich denke, ich kenne die halt nicht, aber vielleicht schicken die mir ja auch mal irgendwann was, wo die schön gewinnen und so. Also richtig coole Runde. Vielen Dank nochmal an alle. Genießt euren schönen ersten Tag im Jahr 2015, lasst es euch gut gehen, erholt euch weiterhin und dann würde ich sagen, bis die Tage. Ciao!